So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Battle Chasers Night War. Wir sind hier dabei, gerade noch uns wieder durch einen Dungeon zu prügeln, der uns letztes Mal deutlich mehr Probleme gemacht hat. Aber gut, das ist zu erwarten. Ah, er blutet, das ist gut. Du verspottest. Du sorgst erstmal für einen anregenden Nebel. Mehr Fähigkeiten, gleich mehr Gut. Moment, was macht nochmal Schwäche ausnutzen bei Blutung? Blutung wird auf andere Feinde übertragen. Gift macht mehr Schaden. Und zerrissen war garantierter Crit. Okay, in dem Fall. So, du machst einfach mal einen Schutz auf dich selbst, wenn du dazu kommst. Das mit dem Zerreißen nervt ein bisschen. Komm, hau einfach mal drauf. Der ist jetzt gleich sowieso tot. Also diese garantierten Crits bei der Fähigkeit, die sind schon übel. Dauert auch nicht mehr lange, dann sind die Level 20. Gut, hier gab es ja jetzt diese Sache. Das hier ist jetzt... Ja, kann nicht benutzt werden, solange Feinde in der Nähe sind. Und hier war das. Als euch dem Sarg nähert, spricht eine körperlose Stimme zu euch, die scheinbar von allen Seiten kommt. Als gäbe es mehrere Stimmen. Einfältige Sterbliche habt ihr erwartet, ihr Schätze zu finden. Wollt nicht anmaßend sein. Was passiert, wenn wir das sagen? Weil eigentlich schon haben die uns ja angegriffen. Dahin fort mit euch, ringsumher wird es wieder still. Dies ist nicht länger von Nutzen. Achso, okay, das ist ein einmal optionaler Bosskampf, okay. Ja, kommt mal schön. Ah, gut, dann eben zu zweit. Erst den Klapperknochen, dann den Totengräber. So. So. Den einen oder die alle einmal verspotten und dann... Was auch immer er gerade gemacht hat. Wow. Mal schauen, ob ich ihn jetzt erwische dabei. Sogar mit beiden Schüssen. Raus aus der Verstohlenheit. Ja komm, warum nicht? Das sah aus, als hätte es wehgetan. Ja komm. Ja, komm. Kommst du noch dazu? Ah, tatsächlich. Dazu kommt er noch. Die Heilung war jetzt gerade ein bisschen wichtig. Tja, der ist hinüber. Jetzt zu dir, verdammte Fledermaus. Nachtaugenfledermaus Level 19. Ja, die kriegen wir aber sowas von einfach vermöbelt. Betäubt, sehr schön. Ich muss sagen, irgendwie bei Bretto dieser Kanonenarm passt von der Farbe her nicht so ganz zum Rest. Sehr schöner Crit. Das müsste reichen.
Ah, nicht ganz. Aber es reicht auf jeden Fall, dass ihr nicht zum Angriff kommt. Das würde ich mal als souverän bezeichnen. Ach, hier gibt's noch einen. Tja, leider bist nicht du zuerst dran, das heißt, wir finden dich. Treffer auf zufällige Ziele sind eine praktische Sache gegen Leute in Verstohlenheit. Und so ein Knochenhobel alleine macht halt auch nicht viel. So. Wobei ich sagen muss, dass diese Klapperknochen wirklich so aussehen, als hätten die noch sehr viel Haut. Ja komm, wozu haben wir Schwäche ausnutzen? Und wozu haben wir Lauffeuer? Und Faustbeben? Kommen wir alle nicht zu, ist schon tot. Ja, dauert nicht mehr lange bis Level 20. Ich hätte auch ehrlich gesagt gerne Level 20 vor dem, also bevor wir in den Raum kommen, wo wir letztes Mal verreckt sind. Hier kommt man nicht durch, oder? Nein. Gut, alternativ können wir uns natürlich auch vorbeischleichen. Und hier geht's. Moment. Hier erstmal Zeug mitnehmen. Das ist eine Sache, die ich bei Monika vergesse. Man kann sich ja an den Gegnern auch erstmal einfach vorbeischleichen. Brist of Crooks, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, wie lange ich noch habe. Meiner geliebten Frau Care hinterlasse ich sehr wenig, da ich nur wenig anzubieten habe. Bitte akzeptiert das Zeugnis meiner Liebe. Es ist nicht viel, ich weiß. Jemand möchte sich bitte um meinen alten Hund Corella kümmern. Ihr Fell mag grau und verblichen sein, aber sie war immer zuverlässig, wenn auch nicht sehr sauber. Ich hätte sie öfter waschen sollen. Meinen Kindern hinterlasse ich, was sie verdienen. Alles, was ich habe, was nichts ist. Unterzeichnet Brist of Crooks. Oh, das große Buch des unbedeutenden Wissens gesammelt. Noch rechts. Ach nee. Der flinke Klapperknochen ist unsichtbar, der andere nicht. Okay. Schauen wir, ob wir ihn erwischen. Ja. Wunderbar. Da ist er wieder sichtbar. Ja, der Totengräber darf ruhig unsichtbar bleiben. Aber eine Frostbombe wäre jetzt praktisch, dass die Geschwindigkeit, die er sich gleich drauf klatscht, nicht allzu krass wird. Ach komm, warum nicht? Das tat ein bisschen weh. Ist nicht sehr nett. Oh, komm, muss reichen. So. Du hast 15, das reicht für ein Faustbeben. Du hast, ja, komm. Der ist platt. Level up. Vorteilspunkte. Vorteil höhere Vorteile generell erschlossen. Das ist eine gute Sache. Dann schauen wir mal, was ihr jetzt an neuen Vorteilen habt. Reinigender Regen. Verdoppelt den Heilungsteil von reinigender Regen. Ach stimmt, das haben wir ja auch.
Okay, das ist richtig krass. Die höhere Eile ist auch ganz nett. Ach, und wir haben ja jetzt einen. Dem ausgewählten Helden können wir einen Vorteilspunkt geben. Und ich würde sagen, wenn Bretto jetzt gerade sowas Schönes gekriegt hat, dann kann er auch da einen Vorteilspunkt haben. Wir brauchen noch 10. Ah, das ist eigentlich eine ziemlich gute Sache. Das heißt, wir müssten. Ich glaube, wir nehmen tatsächlich das raus für den reinigenden Regen. Dann haben wir noch 4 Punkte übrig. Da können wir zum Beispiel sagen, hier die 2,1% sind nicht allzu viel. Da nehmen wir dann lieber die höhere Eile. So, Galli. Was hast du hier? Letztes Mittel. Gewährt einmal pro Schlacht bei unter 30 Lebenskraft einen Schild, der Schaden absorbiert und widerstandsfähig. Steigert um 28% die Abwehr gesteigert. Und das ist hart. Den defensiven Beginn möchte ich behalten. Da nehme ich ja tatsächlich eher das hier wieder weg. Und sag lieber, wir geben ihr hier wieder die höhere Ausdauer. So. Wir sind krass drauf, Jungs und Mädels. Und hier ist eine ganze Menge komisches Zeug. Aber so langsam kommen wir in den Bereich, wo wir, glaube ich, letztes Mal gestorben sind. Es ist eine Weile hier. Aber ich glaube, dass wir da jetzt eine deutlich bessere Chance haben. Der Sarkophag ist mit verschnörkelten, verschlungenen Mustern verziert und anders als alle, die ihr bisher gesehen habt. Trotz der Einwirkung der Elemente und der Ruinen ist er beinahe makellos. Der Deckel sieht aus, als sei er mit magischen Mitteln befestigt. Es gibt Schlitze, um etwas einzusetzen. Den Sarkophag öffnet, verbraucht ein Herz des Dunkels. Haben wir nicht. Nachsehen? Bei näherer Betrachtung erweist sich dieser Sarkophag als aus Elfenbein gefertigt. Und mit magischen Schutzvorrichtungen gesichert. Rohe Kraft wird ihn ebenso wenig öffnen wie ein Satz Dietriche. Jemand hat etwas darin eingesperrt und wollte nicht, dass es je wieder herauskommt. Das heißt, wenn wir ein Herz des Dunkels finden, wissen wir, wofür wir es brauchen. Aber Moment, das ist auch wieder so ein Punkt. Ah, okay. Ja, hier ist der Weg weiter. Und das hier bringt wahrscheinlich gar nichts, oder? Nope. Bringt nichts. War der Sarg denn letztes Mal schon mal da und ich habe es einfach vergessen? Oder ändern sich die Dungeons immer so ein bisschen? Ich glaube nämlich letzteres tatsächlich. So, bisschen Geld. Bisschen mehr Geld. Ja, hier war diese Präsenz von dem Halbtoten. Bevor wir mit dir plaudern, plündern wir erstmal hier den Rest. Eisenhautflakon, Schattenseidenfetzen, seltene Teile. Klingt doch alles schon mal gut. Hallo Freund. Versuchen ihm zu helfen. Er ist tot. Ja, es bringt nichts. Hier. Hier kommen wir erstmal hier rüber. Wir wären Narren. Nee, das war jetzt auch wieder neu. Sagenblätter gesammelt, das letzte Siegel. Wären Narren, eine Stätte mit so großer Bedeutung für Verus hätte nicht konnte nicht ungeschützt sein, unbehütet. Bei unserem Versuch, diesen Ort zu beruhigen, haben wir etwas ausgelöst. Ich kann nicht sagen, was. Dieser Ort ist lebendig, gefährlich, auf eine Art, die nicht erklärt werden kann. Dies wird meine letzte Botschaft, davon bin ich überzeugt. Ich kann nur hoffen, ein Mitglied des Ordens findet diese Memoiren und beherzigt diesen Rat. Die Toten hier werden niemals ruhen. Die ganze Gegend muss vernichtet werden, nicht nur versiegelt, eliminiert. Umgegraben, verwüstet, verbrannt.
Zerstört diesen Ort, wie er jetzt mich zerstört, damit ich mich nicht unfreiwillig den Legionen der Untoten anschließe, die später zum Kampf für Verus gerufen werden mögen. Makron der Verkohlte. Den haben wir doch schon bekämpfen dürfen, den Herrn. Oh, was haben wir hier? Eine Dungeon-Karte, das ist jetzt sehr praktisch. Und hier können wir nochmal schauen, hat irgendjemand noch keine lustige Verzauberung auf seiner Waffe? Tatsache, sie hat keine lustige Verzauberung auf ihrer Waffe. Und Gully hat eine. Er hier aber nicht. Okay. Macht es einfach nur Angriffsstärke. Schneidende Eilewert und Angriffsstärke ist gut. Kritwert. Zusätzlich nachhaltiger magischer Schaden. Ein Schild. Na, in dem Fall würde ich sagen, Eile und Angriffsstärke ist was für Bretto. Aus einem ganz einfachen Grund. Eile ist, sagen wir mal, komm, machen wir komplett so. Eile ist halt das, was für ihn am wichtigsten ist, damit er häufig heilen kann. So. Jetzt haben wir noch... Ich überlege gerade, ob sich das nicht auch für jemand anderen lohnt. Macht es aber vielleicht auch einfach schon gut. Oder Crit-Wert. Nee, ich glaube tatsächlich, der schneidende Wind ist auch für sie gut. So. Wozu haben wir das ganze Binsengras und so? So, bei der Rüstung müssten wir auch mal kurz schauen. Phantomjacke ist nicht verzaubert. Reiterumhang ist verzaubert. Steinwallpanzerung ist nicht verzaubert. Okay. Ausdauer. Eilewert und Ausweichwert. Das ist was für eine ganz bestimmte Dame. Nämlich mit der Phantomjacke. Das sollte dann sehr praktisch sein mit ein bisschen mehr Eile und deutlich erhöhtem Ausweichwert. Und nur Eile ist auf jeden Fall was für Bretto. Okay, gehärtetes Leder haben wir nicht mehr, wir haben aber eine ganze Menge Spinnenseide. Zack. 80 mehr Eile. Damit können wir arbeiten. Ich bin zuversichtlich. Anmerkung des Ordens. Es ist jetzt unbestreitbar, dass Totenwache viele von Verus toten Kämpfern beherbergt, doch sie liegen hier mitten zwischen Tausenden, die nicht Teil seiner Streitmacht waren. Und so hat sich das Wirken der entsprechenden Schutzvorrichtungen als schwierig erwiesen. Sollten wir die Grabstätten zahlloser Unschuldiger entweihen, weil die abwegige Möglichkeit besteht, dass seine Diener wieder in die Schlacht gerufen werden könnten? Der Gedanke erzeugt zwar Widerstreben, aber der potenzielle Preis der Untätigkeit ist hoch. Unser Klerus hat mit den Vorbereitungen für die Rituale begonnen, die Totenwacht und alle hier Bestatteten mit einem Siegel bedecken werden, auf das sie für immer bleiben mögen, wo sie schlummern. Dennoch ich... Nein. Mein Zögern könnte Leben kosten. Makron. Interessant. So, da geht's hoch, aber dann schauen wir uns hier auch mal um. Hey Leute! So, am besten einzeln. Na, ich glaube, ich habe zwei. Ein Schütz und... Oh, das ist aber eine fette Grabspinne. Gut, interessiert nicht groß. Ich glaube, die Spinne brennt. Nee, verspotten.
Im Moment. Sie ist jetzt gerade. Ja, okay, das lähmende Gift macht jetzt gerade noch nicht allzu viel. Das heißt, wir können erstmal uns weiter darauf konzentrieren, die Grabspinne zu verprügeln. So, die ist platt. Und der Schütze macht auch nicht mehr lange. Okay, er wirkt diese verdammte Pfeilsalve. Das ist ziemlich ätzend. Kommst du vor immer noch dran mit Schwäche ausnutzen? Nee. Dafür gibt's auch für Fräse, aber so richtig. Das Lauffeuer macht aber einen Heidenschaden. Vor allem, wenn man nur ein Ziel dafür hat. Und dauert auch nicht mehr lange, dann hat Monika wieder ein Level up. Das ist auch gut. So, hier. Du da, Freundchen. Wie's paar aufs Maul. Er brennt, das ist gut. Er ist zerrissen, das ist auch gut. Einmal verspotten. So. Dass der Pfeil auf jeden Fall gegen sie geht. Ach komm, Ausreißer. Im Zweifel ist das besser. Der Ausreißer macht mehr Schaden, macht dafür keine Statuseffekte und kann halt nicht gezielt werden. Das ist der einzige Nachteil an dieser Waffe, oder nicht dieser Waffe, dieser Attacke. Was haben wir denn hier? In diesem Schmelztiegel sind schattenhafte Runen eingraviert, die Muster und Worte in einer vergessenen Sprache bilden. Es sieht so aus, als ließe sich hier Erz hervorragend zu Barren veredeln, aber es sieht auch gefährlich aus und ihr seid keine Schmiede. Dennoch, er strahlt eine magische Dunkelenergie aus und könnte sich als nützlich erweisen. Versuchen wir mal. Ein Mithril-Erzverbrauch. Reiner Mithril-Barren. Dein Barren gefertigt. Außerdem gibt es einen schattenhaften Rückstand. Schattenrückstand. Dann machen wir einfach mal mehr davon. Was haben wir noch hier? Oh, einen Kampf. Ein einzelner Klapperknochen auf Level 17. Ihr wollt mich doch komplett zum Narren halten hier. Den vermöbeln wir doch mit links. So, Ausreißer und der ist platt. Na gut, ist ein bisschen Gratisheilung nach dem Kampf, aber trotzdem. Ich hatte mir da jetzt irgendwie... Ich hatte was Schlimmeres erwartet. Ein Schattenstein, was haben wir hier? Euch fällt ein Buch mit einem schmuckvollen Einband auf, doch als ihr es aufschlagt, sind alle Seiten leer. Ihr wollt euch bereits abwenden, als auf magische Weise Wörter auf der ersten Seite erscheinen. Möchtest du eine Geschichte lesen, lautet die Frage des Buches. Auf dem Ständer neben dem Buch liegt es ein Schreibstift. Auf dem Ständer neben dem Buch ist ein Schreibstift. Schreiben wir mal ja. Zuerst muss ich mehr über dich erfahren. Bist du Krieger oder Gesetzloser? Ich denke tatsächlich, ja komm, sagen wir Krieger. Auf der Jagd nach der bösen Zauberin Elisme verfolgte sie der große Krieger Khan Sanki zu ihrer am Himmel schwebenden Burg. Khan fragte sich kurz, ob er durch den Vorder- oder Hintereingang in die Burg eindringen sollte, bevor er seine taktische Entscheidung traf. Nehmen wir mal den Hintereingang. Khan wurde seinem Ruf nicht gerecht und nahm feige den Hintereingang. Er fand sich in einem dunklen, labyrinthartigen Dungeon voller Fallen und Spinnen wieder. Hätten sie nicht Dungeon erst Verlies übersetzen können? Völlig überrumpelt traf ihn ein schwingender Holzklotz vor die Brust, schlug ihn nieder und verletzte ihn. Unser Held betrat den Thronsaal der schwebenden Burg und sah die Zauberin Elismir lächelnd auf ihrem Thron sitzen. Darauf habe ich gewartet, sagte sie, sprang auf und schleuderte ihm einen Feuerball entgegen.
Kahn stürmte waghalsig sich durch den Feuerballschrank oder hob seinen Schild, um den Feuerball abzuwehren. Ich würde sagen, Schild heben. Kahn hebt seinen Schild, das Bollwerk des Volkes, wie er genannt wird, und lenkt den Feuerball ab. Bevor Elismir einen weiteren Zauber wirken kann, ist Kahn schon bei ihr und durchbohrt sie mit seinem Schwert. Sie fällt besiegt zu Boden. Elismir ist der Gnade des Helden ausgeliefert. Sie starrt ihn mit kalten, grünen Augen an. Du hältst dich für einen Helden? Du bist nur eine Spielfigur. Mach, was du willst. Du widerst mich an, sagt sie. Es gab keine Gnade für sie, schreiben. Sie würde für immer eingesperrt. Ich denke, das passt besser. Unser Held sperrte Elismir für immer in ein magisches Gefängnis. Sie hat eine Ewigkeit Zeit, über ihre Taten nachzudenken und sie zu bereuen, aber höchstwahrscheinlich wird sie nur noch kälter werden. Der Held, der dadurch moralische Überlegenheit erlangte, spürte, wie seine Abwehrkräfte etwas stärker wurden. Stärkung einsperren erhalten. Ach, nett. Dann würde ich mal sagen, ist das hier wieder ein guter Punkt für die Pause und in der nächsten Folge gehen wir dann hier die Treppe hoch. Ich hoffe, ihr habt bisher weiterhin Spaß. Lasst gerne Kritik oder sowas da. Kommentare sind immer gerne gesehen und Däumchen natürlich auch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Battle Chasers Night War. Bis dahin, Cheerio!